Hallo zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch vor Triss' Haus, Triss Merigolds Haus in Novigrad. Und wir sollten sie ja nochmal, das ist das Falsche, das ist gar nicht Triss' Haus. Das hier ist Triss' Haus, also sie wohnt zumindest da oben. Achso, ich habe ja schon mal geklopft, ja. Nein. Nein, wird sie nicht, weil ich kein Haus habe. Momentan, vielleicht kommt noch mal eins. So, Triss. Gerald, ich habe ein Problem. Können wir reden? Natürlich. Ja, natürlich. Was willst du mir erzählen? Worum geht es? Ich habe eine seltsame Nachricht erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von wem ist sie denn? Ingrid Wegelbuts Diener hat sie gebracht. Oh. Offenbar ist Herrin Wegelbut bereit, eine großzügige Summe zu spenden. Sie will Magiern helfen, aus Novigrad zu entkommen. Das wird kaum ein Akt der Selbstlosigkeit sein. Da hast du recht. Und genau das ist mein Problem. Sie will einen Gefallen. Leider stehen keine Einzelheiten im Brief. Ich soll den Diener auf dem Fischmarkt treffen. Er muss es mir angeblich persönlich erklären. Aber in diesen Zeiten ist schwer zu sagen, ob es eine gute Idee ist, dahin zu gehen. Lass mich helfen. Wovor hast du Angst? Wovor genau hast du Angst? Vor einer Falle. Einerseits darf ich die Chance nicht ungenutzt lassen. Wir brauchen das Geld. Andererseits... Niemand erwartet von dir, dass du dein Leben riskierst. Ich erwarte es von mir. Aber es war schon mal leichter. Hm. Als ich noch nicht wusste, wie es ist, gefoltert zu werden. Oder die Schreie der anderen zu hören und nichts tun zu können. Du hättest jederzeit entkommen können. Ich weiß, aber ich hatte trotzdem Angst. Was, wenn sie mich in echtes Dimeritium schlagen? Du wirst nicht immer in der Nähe sein. Ich werde aber versuchen, immer in deiner Nähe zu sein, Triss. Ja, lass mich helfen. Geh nicht hin. Doch, geh hin, aber lass mich helfen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber du scheinst entschlossen. Ich lass dich das nicht alleine machen. Ich danke dir. Der Diener, wie sollst du mit ihm Kontakt aufnehmen? Angeblich erkenne ich ihn. Er trägt eine blaue Tunika und zahlreiche Schlüssel am Gürtel. Ich soll ihn nach seinem Forellenpreis fragen. Kurze Zwischenfrage. Ingrid Wegelbut ist doch hoffentlich nicht die Wegelbut, die tot ist, oder? Das wäre blöd. Weil dann führt es nichts mit einer Spende. Dann bin ich vielleicht ein bisschen zu spät hier bei Triss. Du machst Witze, oder? Wer ist nicht die Vaters? Wer hatte denn diese Idee? Der Diener oder Wegelbut? Ingrid, wette ich. Adlige Damen haben viel mehr Zeit, Abenteuergeschichten zu lesen als ihre Diener. Es wird wohl besser sein, dass ich mit dem mysteriösen Mann in Blau rede. Er erwartet aber mich. Du wartest in der Nähe. Ich überzeuge mich, dass die Nachricht nicht von den Hexenjägern kam. Dann kommst du. Gut, treffen wir uns dort. Machen wir. Das werde ich auch noch. Heiß oder was? Nee. So, wieder zwei Etagen runterlaufen. Warum muss sie denn ganz oben wohnen? Hier einmal raus. Das Haus ist aber auch schief wie sonst was, ne? So. Einmal auf den Marktplatz laufen. Sag mal, wollt ihr mich heute ärgern oder was? Au. Boah. Ich liebe Killmoves, deswegen kämpfe ich so gerne gegen Menschen. Allein schon wegen den Killmoves. Und ich muss mal wieder Waffen verkaufen. Das könnte ich auch gleich in Novigrad machen, ne? Wenn ich hier mal wieder bei jemandem vorbeikomme. Trifft den Diener der Wegelboots auf dem Fischmarkt. Er trägt ein blaues Hemd und hat Schlüssel an seinem Gürtel. Das da hinten ist ein Rüstungshändler, oder? Warte, ich laufe mal ganz kurz hier vorbei. Leider ja. Ich meine, da könnte ich auch mal wieder ein bisschen was verkaufen, aber... Ich bräuchte eigentlich einen Waffenhändler. Jede Menge blaue Jacken. Interessant. Ich wollte fragen... Ja? Was kann ich für dich tun? Sag mir deinen Forellenpreis. Weißt du, wer den besten Forellenpreis hat? Aber es ist doch keine Forellenzeit. Kauf den Eimer aus dann. Deine Frau wird begeistert sein. Okay, das ist er nicht. Die haben alle selber ein Hemd an oder was? Nee, nicht ganz dasselbe. Und der ist betrunken wohl auch nicht. Was konnten die Forellen denn gerade? Ich habe gehört, hier gibt's frische Forellen. Billig. Was? Forelle? Fängst du eine Bachforelle? Dann beißt sie dich auf der Stelle. Verstehst du? Nee. Sie zeigt's dir, Mann. Oh, Mann. Gab's früher echt schon Haarfärbung?
Also blonde Haare, schwarzer Schnauzer. Nicht unbedingt zeitgemäß typisch, oder? Guck mal, blaues Hemd. Hier geht's ja rund. Blaues Hemd. Ich kann nicht mit ihm reden. Also ist das nicht blau genug. Ja. Wo krieg ich den? Der sieht aus wie ein Diener. Den besten Forellenpreis kriege? Vielleicht, aber mit jemandem wie dir habe ich nicht gerechnet, Herr. Solltest du mit dem Empfänger des Briefs reden wollen, werde ich anwesend sein. Die Vorsicht würde gebieten... Die Vorsicht gebietet, jetzt nicht zu streiten. Glaub mir. Ich habe wohl keine Wahl. Komm mit. Absolut korrekt. Ich komme mit, ganz unauffällig. Es ist nicht weit. Ach, guck mal, er läuft sogar. Ich dachte jetzt, wir müssen auch noch gehen. Es ist nicht weit. Dann hoffe ich, du kannst gut sprinten. Hilf mir! Sag mal, warum sind denn alle gegen mich momentan? Danke dir. Gehen wir. Warte mal, Triss Merigold, Hexe und Hure, wird gesucht wegen der Ausübung schwarzer Magie. Was wollten die von dir? Weiß nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Vielleicht, also, neulich hat jemand versucht, unsere Boten auszufragen über den jungen Grafen. Warte mal. Wo ist die Herrin Merigold? Da. Du solltest doch alleine kommen, Herrin. Wäre er nicht gewesen, hätten die drei dich zum Verhör mitgenommen. Der Große war Waldo Muris. Der arbeitet für die Hexenjäger. Ja, du hast sicher recht, Herrin. Es war einfach nicht, was ich erwartet hatte. Da Herrin Wegelbut... Wer genau bist du? Nun, da wir erste Höflichkeiten ausgetauscht haben, wäre es wohl an der Zeit, dass du dich vorstellst. Herrin Wegelbuts Hausdiener. Ich... wollte niemanden beleidigen, Herr. Warum wollte die Herrin Wegelbut sich nicht selbst mit mir treffen? Sie hatte Angst, verfolgt zu werden. Sie ist nervlich ein Wrack in letzter Zeit. Mittlerweile tot. Es ist sie. Da hat ihre Tochter ja nämlich auch schon gesagt, ah ja, diese Hund schließt sich ein und kommt nicht mehr raus und will alles verbrennen und so und ist nervlich ein Wrack. Okay, dann ist das die tot ist. Okay, er hat anscheinend die Nachricht noch nicht gehört. Also, worum geht es hier? Bitte deutlich. Um den Sohn der Herrin Wegelbut. Er ist das Problem. Meister Albert interessiert sich für Alchemie. Die Tempelwache hat Wind davon bekommen. Um die Wache würde ich mir keine Sorgen machen. Aber die Hexenjäger haben versucht, dich zu schnappen. Also ist Albert wohl in ernster Gefahr. Ja, die Wache wurde von Herrin Wegelbut bestochen. Aber da die Hexenjäger für jeden denunzierten Magier bezahlen... Hat die Wache von einer Familie in Angst Geld genommen und den Jägern dann trotzdem Bescheid gesagt. Natürlich. Woher weiß Ingrid Wegelbut, wie sie Triss erreicht? Und dass Triss überhaupt die richtige Person ist? Die Herrin Merigold soll auch Myra Weiß beim Verschwinden geholfen haben, als die Hexenjäger hinter ihr her waren. Myra hat der Herrin Ingrid bisweilen magischen Beistand geleistet bei ihren... Gebrechen. Das kann sein. Myra hat mal erwähnt, dass sie eine Adlige behandelt. Okay. Albert sollte wohl so schnell wie möglich verschwinden. Das kann ich einrichten. Meinst du, der junge Wegelbut kommt unbemerkt aus dem Haus? So einfach ist das leider nicht. Meister Albert versteckt sich auf dem Landsitz der Wegelbut. Herrin Ingrid ist der Auffassung, dass sie ihn heimlich fortbringen kann. Sie will einen großen Maskenball geben. Und ich soll teilnehmen und ihm bei der Flucht helfen? Genau. Ohne dich geht es nicht. Die Herrin Wegelbut fürchtet, dass das Personal beobachtet wird. Gute Idee. Das ist eine gute Idee. So eine protzige Feier lenkt die Jäger ab. Ja, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was ich über die Bälle der Wegelbuts gehört habe. Angeblich wurden auf dem letzten 100 verschiedene Nachspeisen serviert. Ach so, meine Güte. Und es gab von der Abenddämmerung bis morgens Feuerwerk. Aber jetzt zu Kriegszeiten hat die Herrin angeordnet, nur 85 Nachspeisen zu servieren. Ach nö. Diesmal gibt es keine kandierten Blätter von blauen Rosen aus Nazair. Die sind jetzt furchtbar schwer zu kriegen. Ach, ich würde das alles so gerne sehen. Gott, die müssen wirklich viel Geld haben. Okay, dann kann ich mir das mit dem Feuerwerk doch vorstellen. Hat Ingrid sich vom Tod ihrer Mutter erholt? Wollte ich gerade sagen. Ah nee, dann ist das doch nicht. Die Angelegenheit interessiert mich. Nun, die Herrin Ingrid gestattet sich nicht, irgendeine Schwäche zu zeigen. Jedenfalls nicht vor dem Personal. Meister Alberts Sicherheit, die ist für sie jetzt die Hauptsache. Dann ist es doch die Tochter, die Ingrid. Also, alles gut. Hoffentlich müssen wir nicht bis zum Schluss bleiben. Heißt das, du kommst mit? Natürlich. Ich werde dich doch nicht allein in die Höhle des Löwen schicken. Überleg doch nur, 85 Nachspeisen. Und du versuchst, einen Taillenumfang von 2 Spannen zu behalten. Geralt, bitte.
Wie kommen wir denn in den Landsitz hinein? Hier, die Einladung. Die Wache am Tor hilft dir dann weiter. Leg bitte eine Fuchsmaske an, ja? Viel Glück. Natürlich. Die kriegen wir organisiert. Können wir direkt dorthin? Meinst du, wir können direkt dorthin gehen? Machst du Witze? Wir müssen uns vorbereiten, umziehen. Vor allem müssen wir Masken besorgen. Ja, das kriegen wir schon hin. In Elihals Laden bekommst du sicher alles, was wir brauchen. Kennst du den? Ich war schon mal dort. Elihal ist mit Rittersporn befreundet. Nur Masken, ja? Ein Wams werde ich ja wohl nicht tragen müssen. Natürlich ein Wams, Gerald. Oh Mann. Und keine Diskussion. Kümmere dich darum und dann komm zu mir. Das muss doch nicht sein. Da krieg ich doch die Schwerter gar nicht rauf. Gut. Dann besorgen wir uns halt eine Fuchsmaske für Triss Merigold, ein neues Gewand, Wams, Hose und Stiefel und besuchen Triss dann vor dem Maskenball erneut. Erst einmal besorgen wir die Masken. Eine Fuchsmaske für Triss. Ich sollte doch auch eine Maske nehmen, oder? Ist doch Maskenball, das wäre besser. Hier gewittert es ordentlich. Davon lasse ich mich als Hexer natürlich nicht einschüchtern. Stört mich gar nicht. So. Einmal hier ins Haus rein. Ah ja, das sieht aus wie ein Wampschneider. Hallo, Elihal. Oh. Willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Jetzt zeig mir, was du anzubieten hast. Ich würde gerne mal einen Blick auf dein Angebot werfen. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Hm. So. Also eine Fuchsmaske von Triss. So, und ich kann mir dann eine von den drei aussuchen. Aber ich glaube, jetzt mal ernsthaft, ne? Die ist langweilig. So, also Entscheidung zwischen Vogelmaske und Wolfsmaske. Die sieht lächerlich aus. Es wäre einfach so, ein Gag-Ding. Die Fuchsmaske nehmen wir definitiv mit. Die dürfte ja nicht so viel kosten. Eins nehme ich. Guck mal eine an hier. Fuchsmaske von Triss. Ich habe sogar schon eine Wolfsmaske. Ich wusste, ich war schon mal hier und habe die Dinger eigentlich schon gekauft. Ja, dann habe ich ja hier schon hier. Harlekin-Maske, die habe ich sogar auch schon. Und ich habe die Vogelmaske auch gleich gekauft. Es stimmt, ich hatte damals dann alle drei gekauft. Nur die Fuchsmaske gab es anscheinend noch nicht. Entschuldigung. So, ein Wams brauche ich aber noch. Habe ich nicht noch einen? Gambisonis, nee, das ist eine leichte Rüstung leider. Und dann brauche ich natürlich einen Wams. So, Höflingswams. Elegantes Hemd von Skellige. Es geht alles als leichte Rüstung. Achso, das heißt alles leichte Rüstung. Höflingswams, elegantes Höflingswams. Das sind dieselben. Ah, ich tendiere dazu. Blau könnte gut sein. Guck mal, ich nehme mal blau, das Ding hier. Auf Geld brauche ich ja nicht achten. Ich habe noch knapp 9000. und eine Hose. Ich glaube, das. Und dann nehme ich hier auch noch Schuhe, schöne Nilfgaarder, elegante Nilfgaarder Schuhe. So, dann können wir uns auch gleich umziehen, oder? Bis dann. So, dann gehe ich einmal ins Inventar und ziehe mich auch gleich um. Zack, zack und Stiefelchen. Ja, das ist edel. Jetzt kann ich mir auch theoretisch gleich die Wolfsmaske anziehen. Wie sehe ich denn mit Dingsmaske? Ah ne, das kann ich leider nicht. Oder wie? Oh doch, ich kann sie mit Rechtsklick anziehen. Aber leider nicht die von Triss. Naja, okay, das sieht halt scheiße aus. Was ist das denn? Kräuter absolut, okay. Also, guck mal, das wäre wirklich so eine Gagmaske, aber sorry, ein bisschen cool muss ich schon aussehen. Ich sehe so kacke aus. Gut, gehen wir zurück zu Triss. Falscher Ausgang, tut mir leid. Sie muss hier lang. So, bringt Triss die Fuchsmaske. Einmal wieder zurück über die Brücke. Kann ich da schon schnell reisen hin? Macht das den Weg kürzer? Nicht wirklich. Also, ob ich jetzt da und dann darüber laufe? Ah,
Ich glaube, die meiste Zeit habe ich jetzt einfach verloren, weil ich geguckt habe, ob der Weg kürzer ist. Deswegen mache ich meistens einfach, statt zu gucken, einfach machen. Ach schade, ich dachte, ich kann jetzt aufsteigen, mit denen einfach reiten, aber so einfach ist das dann wohl doch nicht, Pferde zu klauen. Naja, ich bin schon ein Typ, du, mit mir kann man sogar Pferde klauen. Also könnte man, wenn das Spiel es denn erlauben würde. Ein Sturm, verdammt. Ja, das geht schon. Ach Quatsch, ich gehe doch gleich wieder. Außerdem erkennen sie mich sogar, ich habe eine Maske auf. einmal hier noch hoch. Trissi, Schatzi, ich bin da. Wo bist denn du? Oha. Aha. Ist das etwa dunkelblau, türkis, so schwarzblau? Du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Sag es ja nicht. Du siehst toll aus. Danke, du auch. Hast du alles gekriegt? Ja, aber natürlich. Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Okay, ich habe die Masken. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ich würde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Also dann, gehen wir? Aber natürlich. Lad, warum werden solche Situationen immer von einem Ladebildschirm so herb unterbrochen? Das tut so weh. Wiegelbut-Anwesen, da waren wir ja schon mal. Die Arme lebt ja nicht mehr, die Herren Wiegelbut. Ich hoffe, es geht hier wirklich um ihre Tochter, aber so wie sie es angehört hat, ja. Herrin, wir sind Gäste von Herrin Ingrid Wiegelbut. Die Einladung bitte. Okay. Alles in Ordnung. Ihr findet die Herrin Wiegelbut im Hof des Anwesens. Sucht nach einer Papageienmaske. Eins noch. Lasst bitte eure Schwerter hier. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Na schön, bevor ich mich hier mit Wachen anlege. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Lustris. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Natürlich. Und wir gehen natürlich auch. Nun wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Aber er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Seitengasse hinten rechts, dann zweimal links abbiegen, wenn sie dann geradeaus gehen, ich glaube, da habe ich einen gesehen. So, wieder ein Gespräch geklärt. Komm, Triss, wir gehen. Hack dich ein, Triss, dann schlendern wir hier. Mann, die macht das voll, ich dachte so, ja, bin ich jetzt mal, einmal gehe ich, damit das schön aussieht. Ist das eine Art, aber einen nein. Alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor, wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Mhm. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders. Triss, verschwinden. Wollen wir jetzt schon für Aufsehen sorgen? Ja komm, der hat schon sehr herb über mich geredet, ne? Du wolltest es nicht anders. Ich dachte, er haut ihm einfach einen in die Fresse. Muss das denn jetzt sein? Na komm. Daneben. 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 Komm zurück, Feigling. Komm zurück, du Feigling. Ich bin noch nicht fertig mit dir. So. So bin ich drum rumgekommen und musste ihn nicht K.O. schlagen. Triss. Oh! Triss ist einfach wieder gespawnt. Na komm. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, aber. Keine Ahnung. Gerald? Nanu, hallo. Fein, fein. So, Triss. Wie gesagt, also ich wollte jetzt einmal anständig sein und hier gehen, damit es schön aussieht mit dem Wams und so und Triss. Aber. Nee. Sie läuft die ganze Zeit. Ist der aber blau.
Die sind alle ziemlich blau. Was machen die da? Die sitzen einfach da im Brunnen. Triss, komm. Triss, komm. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Aha. Du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Ach komm, nicht reagieren. Mich euch anschließen? Und wer wäre das? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Ja, sehr charmant. Na, dann sagen wir mal das so. Er hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthal. Ich erzähle dir die Geschichte ein andermal. Okay, also gehen wir weiter. Hier rein. Und da ist ein Ausrufezeichen. Da müssen wir erstmal hin. Arm drücken, nee, Karten spielen, okay. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Natürlich nicht. Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Ach, komm, wir haben ewig keinen Gewinn mehr gespielt und wir sind auf einem Fest. Da kann man das doch einmal machen, oder? Wir können anfangen. Wenn er sagt, er kann sich verlieren leisten, einmal. So, ich nehme trotzdem hier, ja, Spiel starten. Ich beginne. Legen Sie eine und dafür eine neue. Sabrina, diese fasst ja aus wie Triss, die Tochter der Wildnis von Ketven. So, das ist das. Lege diese Karte jemanden an, mit demselben Namen und die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Ja, ja, nice. Also, ich habe gute. Lege diese Karte auf das Schlachtfeld deines Gegners. Hier würde die Gesamtstärke des Gegners angerechnet und ziehe zwei Karten vom Nachziehstapel. Das ist auch ganz gut. Ich würde sagen, was ist das? Flinte. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in deine Hand zuzuführen. Die tausche ich mal aus. Und Kira Metz habe ich gezogen. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens toll aussehen. Ich glaube, so kann man es machen, oder? So. Escape. Rundenbeginn. Ich beginne auch gleich. Ich würde sagen, ich spiele darauf, die erste Runde zu verlieren. So. Und ziehe zwei neue Karten. Habe ich jetzt zwei Karten gezogen? Ich habe doch nur eine gezogen jetzt, oder? Ne, sie habe ich gezogen, Heilerin. Du bist am Zug. Leertaste. Ne, wenn ich jetzt passe, dann habe ich ja nichts gewonnen. Er hat ja auch noch 10 Karten. Ich muss irgendwie schon mal was spielen. Ich sollte vielleicht meine kleinen Karten als erstes spielen. So. Und ich tue so, als ob ich mitspiele, aber verliere eigentlich, weißt? Er macht natürlich dasselbe. Pass auf. Regen. Was ist das? Belagerungskarten. Was war das? Nahkampfkarten. Also das würde passen. Dann spiele ich halt nicht auf Verlieren. Ich spiele mal Kira Metz. Sonst wird das hier nämlich nichts. So. Spiel ruhig weiter Nahkampfkarten, mein Lieber. Ich könnte auf Fernkampf gehen. Ja. Also, pass auf, ich gehe mal auf Fernkampf hier, so. Bin ich bei 15. Oha. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt 21. Guck mal, ich gebe mal auf. Runde gepasst. Er hat gewonnen, ne? Oder wenn er jetzt noch was spielt, ist er doof. Ja. Okay, er hat gewonnen. Ich habe nur kleine Karten weggespielt. Okay, ein Sechser war vielleicht nicht so klein. Dein Gegner ist am Zug. Hat er direkt seinen Effekt eingesetzt gehabt, sag mal? Er hat direkt gepasst? Ernsthaft? Warum macht er das? So, dann spiele ich halt einfach sie.
Und pass auf. Pass auf, dann... Warum macht er das? So, eine Karte bekommen. Du bist am Zug. Ich will trotzdem mal gucken, was hat er für einen Effekt. Kann ich leider nicht mehr gucken. Was habe ich für einen Effekt? Durchsuche den Nachtsichtstapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Oh, wenn das Nahkampf und das Belagerung ist, dann müsste das Fernkampf sein. Ich habe keine Fernkampfkarten. Nee, dann ich lasse es mal noch. Vielleicht kommt noch was. So, pass auf, ich spiele erstmal ihn hier. Jetzt kann ich einfach alle Karten spielen. Also ich werde das schon gewinnen, denke ich. So, was hat sie für einen Effekt? Oh nein. Ach, auf die des Gegners. Dafür hat er halt zwei Karten gezogen. Oh, nicht gut. So, wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel, keine hellen Sonderkarten und spiele sie sofort. So, dann nehmen wir mal den Sechser. Hätte ich das am Anfang schon gewusst, dann hätte ich natürlich schon eine höhere gespielt, ne? So. Bitte nicht. Ach nein, nicht den Zehner. Ah, ich bin immer noch einen Punkt höher als er. Dann spiele ich mal ihn. Die beiden. Horn, hebt die Moral. Oh Gott, Alter. Das ist schon hart, aber ich spiele jetzt hiermit 4, 8, 12 Punkte aus. Zack, auf 38 angestiegen. Entweder er senkt jetzt, nein, macht er tatsächlich nicht. So, dann spiele ich ihn auch noch. Und er spielt noch einen Fernkampf. Geil! Geil! Jetzt kann ich nämlich einfach... Das ist Nahkampf, das ist... Okay, dann guck mal. Oh. Jetzt bin ich nämlich wieder höher als er. Und er spielt noch einen Fernkämpfer, der ihm halt überhaupt nichts bringt. Was? Warte mal, der wird anscheinend ignoriert, oder was? Ah, ich kann... Ah, doch, so kann ich. Ist nicht von Sonderkarten und Spezialeffekten getroffen. Fuck! Aber warte mal, ich habe ja noch... Nahkampfkarten. Belagerungskarten. Ey, das macht halt ziemlich wenig Sinn. Er verliert... Also, ich verliere dadurch 11... R20, 9 ist die Differenz. Doch, es macht Sinn. Bitte sag. Ja, Mann, ich bin wieder oben. 28. Er hat noch zwei Karten. Also ich könnte die Nahkämpfer auch noch nullen. Macht aber keinen Sinn, weil ich da höher bin als er. Das heißt, ich passe. Bitte spiel nicht. Oh, okay, ich habe verloren. Schade. Naja, zumindest mal gespielt mal wieder, ne? Hat Spaß gemacht. Allerdings habe ich halt wieder verloren. Nun, jetzt musst du es zurückgewinnen. Vergiss es. Der kann sich das Verlieren leiden. Nein, danke. Mir ist nicht danach. Das war's. Dir ist nicht nach... Ja, mir ist nicht nach gewinnen. Tschüss. Hier, jetzt hier. Mies drauf. Hast du Derkov gesehen? Was? Vor ein paar Augenblicken... Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. Was? Okay. General Voorhees? General Voorhees? Gerald von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Hm, wie immer ein Vergnügen. Das ist... Eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Sicher. Mein Herr. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Danke, Derkov, okay. Komm, Triss, wir gehen dahin, wo wir hin müssen, zu Ingrid Wegelbuch. Papagei war das, ne? Da ist sie. Gott. Das ist ein Papagei-Maske. Ah ja, ist es die Junge. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber... Können wir irgendwo allein sprechen? Nein, natürlich. Was hat sie denn jetzt? Achso, wir sollen ja ihren Freund daraus schmuggeln. Oh, du bist... In der Tat. Nun, ich bin erleichtert, dass Albert in gute Hände kommt. Ja. Irgendein Zeichen von den Jägern. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern?
Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Okay, holen wir Albert. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Na dann, ist Albert startklar? Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein, versprochen. Aber... Bitte vertrau mir. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke. Gut, woran erkennen wir ihn? Woran er zeigt nicht Papageienmaske. Er trägt eine Panthermaske. Oh. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magien. Oh. Wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Gut, dann suchen wir halt mal eine Panthermaske. Okay, hier komme ich leider nicht rüber, ich muss rumgehen. Ich würde aber sagen, da wir gerade auf diesem schönen Fest sind, wir suchen die Panthermaske im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr schaltet auch dann wieder ein und bis dahin erstmal auf Wiedersehen.